Jo, ist stabil. Dann bleiben wir auch stabil bei dieser Geschwindigkeit. Es ruckelt ein bisschen nach oben. Aber ist auch nachvollziehbar, denke ich, mit den 12 Jet Engines und 4 Triebwerken und einem Riesentriebwerk unten drunter. Wow. Jo, also ab nach oben. Geschwindigkeit ist noch okay. Baut sich auf. Wir sind doch gerade erst bei 3000 Metern. Ist alles soweit gut. Ich warp mal ein kleines bisschen. Wackel, 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 wackel. Wir sollten nicht... Ich wollte gerade sagen, wir sollten nicht höher gehen, weil physikalisch macht er das nicht mit. Ja. Also, falls ihr es nicht mitbekommen habt, das hat gerade einen kleinen Knack gegeben. Da. Was? Das meine ich gar nicht. Oh. Kerbal of EVA, Newbie Kerman, wurde verletzt oder beschädigt durch die Abgase von Liquid Engine 1.2. Oh. Armer, armer Newbie. Die kriegen doch Schaden. Ist das neu? Hm. Aber nee, weswegen ich jetzt genau abgebrochen habe, war das hier. 1.4. Struktureller Fehler zwischen Rokomaks Jumbo Fuel Tank und Jumbo Fuel Tank. Weil ich physikalischen Warp benutzt habe, weil ich ungeduldig war. Das ist nicht schön. Deswegen mache ich es einfach nochmal. Restart. Hallo, Newbie. So. Newbie. Oder besser gesagt, Newbie-Klon. Spring mal runter. So. Und jetzt lauf mal ganz weit weg von den bösen, bösen Düsen. Hops. Hops. So, das müsste eigentlich schon reichen. Ich glaube, die strahlen wirklich nur nach unten und dann ist gut. Also stell dich hier hin, hast die beste Aussicht. Nicht unbedingt dahin. Da kommt nämlich die Abgashitze rausgepustet. Wie auch in Real Life. So. Das müsste okay sein. Von hier aus kannst du schön winken. Jetzt müssen wir wieder Wechselspielchen spielen. Switch to Duna Lander 1. Switch. Was? Switch to Duna Lander 1. Nein. Duna Lander 2.3. Was ist hier alles für ein Schrott? Risky Rescue. Switch to. So. Also, wir haben viel mehr Strom. Wir haben Solarpanels. Wir haben nur noch 2 Jungs an Bord. Schub auf 100. SAS an. 3, 2, 1. Sehr schön. Unser Newbie hat auch überlebt. Das ist auch schön. Hitze kommt. Hitze kommt schnell. Also ein bisschen runter. Auf 90%. Jetzt ist immer noch da, bremst aber ab. Oh, noch ein Ticken runter. Okay, ist aufgefangen. So, kein Warp. Einfach so hochfliegen. Weil letztes Mal hatten wir hier einen Knack. Weil beim physikalischen Warp wird das Ganze halt auch doppelt so schnell berechnet. Und wenn etwas doppelt so schnell berechnet wird, kann es auch doppelt so schnell zu Fehlern kommen. Deswegen passt das soweit schon. Okay, Hitze sieht echt nicht schön aus. Aber ich denke mal, je mehr wir jetzt brennen, also gerade am Anfang, desto besser ist das. Wo wir schon fast einen Tick zu schnell sein könnten. Aber ja, möglichst schnell brennen, damit wir möglichst schnell von dem schweren Feld von Kerbin wegkommen. 120 bei 5000. Ich glaube, das ist zu viel. Ich nehme einen Ticken runter. So. Sagt der Treibstoff. Treibstoff ist bald alle. Wobei ich immer noch nicht verstanden habe, warum die unterschiedlich voll sind. 500, 500, 480. Ja, das passt soweit alles. Also die müssten gleich leer sein, die großen. Aber die kleinen brennen noch eine Weile weiter. Das lasse ich diesmal auch mal weiter brennen, bis die wirklich ganz leer sind. So, testweise. Ich hoffe mal, das kippt ja nicht irgendwie. Aber die müssten ja alle wirklich gleich viel haben. So, große sind alle. Kleine brennen noch. Wir sind noch immer in der Atmosphäre, das ist okay. Aber wir fallen ganz schön. Also die Geschwindigkeit fällt, wir fallen natürlich nicht. Die verbrauchen irre wenig.
Aber wir fallen und fallen und fallen in der Geschwindigkeit. Aber wir steigen in der Höhe. Wenn wir das jetzt einfach so... Wir sind zu langsam. Aber wir könnten das jetzt ewig so weiterbrennen lassen. Nee, können wir nicht. Weg damit. Können wir nicht, weil dann der Haupttank sich leert während der ganzen Zeit. Ja, jetzt bauen wir die Geschwindigkeit wieder auf, weil wir weniger Gewicht haben. Aber ja, allgemein sehr interessant mit den Jet Engines. Theoretisch könnte man wahrscheinlich damit richtig gut rumspielen, wenn man viel mehr davon benutzt. Und auch nur die benutzt oder primär die benutzt. Aber ja, mir reicht es erstmal jetzt, dass wir das Ding hier haben und gleich kippen. So, auffangen. Tanks sind noch 50% voll. Wir haben eine projizierte Apoapsis von 30.000. Viel zu wenig natürlich. Aber ist noch einen guten Weg. Hitze müsste sich auch gefangen haben, ist alles gut. Treibstoff ist doch noch nicht bei. Ja, hier sieht man wieder nichts. Muss man sich jetzt genau angucken. So. Ja, doch, 30-40%. Nicht so schön. Sagst du? Apoapsis ist bei 50.000 gleich. Gehen wir mit dem Schub ganz kurz runter. Hol ein bisschen auf. Geh schon mal ganz langsam dahin. Sollte nicht dran, nicht vergessen, gegenzusteuern. So, so. 30 Sekunden, okay, Schub. 31 Sekunden. Komm, weiter runter zu dem da. So, SAS an. Na, wir können ruhig ein bisschen höher, fällt mir gerade auf. 50.000 ist nicht so toll. SAS, springst mal an. Oh, danke. Ja, wir müssen mindestens auf 75.000, 80.000 hoch. Aber bis das Ding einmal rum ist, dürfte das hinhauen. Was sagt unser Treibstoff? Unser Treibstoff sagt, das könnte knapp werden. Das mit denen zu machen ist machbar, aber ist doch recht nervig. Mal gucken. Nee. Das schaut nicht gut aus. Abbrechen, eine etwas stärkere Rakete basteln und nochmal machen oder es hiermit versuchen, eventuell eine halbe, dreiviertel Stunde rumgurken und dann doch neu starten müssen. Entscheidung, Entscheidung. Gucken wir erstmal so weiter. Wir sind gleich auf 70.000. Umlaufbahn ist... Ach, Tanks sind leer. Jetzt wird das gleich ein wesentlich, wesentlich anstrengenderes Spiel. Und wir brauchen viel zu viel Treibstoff. Nö. Ich denke, das wird so nichts. Wir brauchen eine andere Rakete. Einfach eine stärkere. Und dafür spiele ich jetzt nicht weiter mit den Jet-Tanks rum, sondern gehe zu altbewährtem über. Altbewährt heißt Feststoffbooster. Mal gucken, ob das hält. Als Stützdingens. Und das darfst du ruhig vierfach machen. So. Du darfst auch ruhig vierfach. So. Und weil die ja nichts kosten, weil wir noch keinen Karrieremodus haben. So. Okay. Feststoffbooster. Vierfach. Ja, da müsste okay. Da müsste okay sein. Und da. So. Die müssen alle damit hin. Da hätte ich gerne eine Stage dazwischen. Und das sind die 8 Feststoffbooster. Nein. Nicht damit hin. Damit hin. Genau. Du.
und ihr. Also die 8 Stück hier. Okay. Da. Das ist sehr viel Treibstoff, sehr nah beieinander, mit offenem Feuer. Ja, gucken wir mal. So. Die müssen wir auf jeden Fall verkabeln, sonst wackelt das wie Hölle. So, du nach... Du nach darüber. Überall gemacht, überall gemacht, okay. Mittig dann ruhig auch nochmal. So. Und jeweils von den Dingern zu dem Tank. Und von dem zu dem Tank. Ja, das muss reichen. Okay. Starten tun die Booster zusammen mit dem ganzen anderen Ramsch auch. So. Risky Rescue 1.2 speichern. Und jetzt gucken wir mal, ob das Ding beim Starten auseinanderfliegt oder nicht. Ja, ja, Newbie Kerbin kann wieder raus. So, wir haben keinen Newbie mehr. Wir haben Billcott, Thompson und Elvis. Elvis springt. Nee, das ist gar nicht Elvis, das ist Billcott. Donk. Donk. So. Lauf einfach aus den unmittelbaren Abgasstrahlen raus. So, hier müsste schon reichen. Wechselspielchen. Switch to. Switch to. Risky Rescue. Switch to. Okay. Jetzt müsste es mit 66% eigentlich hinhauen, weil wir die Feststoffbooster haben. Also, Ressourcen, Stage Only, SAS an. Staging sieht okay aus. Wenn wir jetzt eh nicht am Staging scheitern, sondern an den Klammern da. Weil da viel zu viele Triebwerke dranhängen, die das Ganze bewegen wollen. In Richtung innen. aber ja, das gucken wir mal. 66%, 3... 2, 1. Ach du. Da ist das Feuerwerk, das ich meinte. Sehr schön. Also 66%. Wir steigen ziemlich schnell. Aber die 8 sind ja auch bald alle. Das passt dann schon. Aber so haben wir wenigstens ein bisschen Treibstoff gespart. Und ich hoffe mal, das wird dann der Treibstoff sein, den wir später übrig haben werden, um die Umlaufbahn mit der orangenen Stage hier in der Mitte hinzubekommen. Und nicht mit den 4 Atomreaktoren, weil das ist echt affig. Gleich bei 100 Meter die Sekunde, bei nicht mal 2000 Meter Höhe. Das ist wirklich ganz schön schnell. Aber wir verlieren ja auch gleich jede Menge Umf. Da werden wir wieder hier ein bisschen Gas geben müssen. Hitze ist absolut kein Problem. Sehr schön. Also, wie viel haben wir noch? 3, 2, 1. Ich kann sie nicht abtrennen. Ah. Wow, da ist irgendwas kaputt gegangen, glaube ich. Oh. Jo, wir haben 2 Jet Engines verloren. Mehr Treibstoff für uns. Also, für die restlichen. Aber wir haben auch den ganzen Tank verloren, ne? Das ist nicht so schön. Geschwindigkeit steigt langsam wieder. Kriegen wir schon mehr Umf. Es ist komisch, dass es nicht mehr wackelt. Es fehlen 2 Triebwerke. Aber, okay. Schauen wir mal. Wir sind gerade über 7000 rüber. 120 Meter die Sekunde ist, glaube ich, noch okay. Wir pegeln hier normalerweise an 10.000 Meter Höhe, 190 bis 200 Meter die Sekunde. Und das dürften wir auch gleich drauf haben. Was nicht so schön ist, ist, dass gleich der Treibstoff alle ist. Aber es könnte hinhauen. Okay, 10.000 Meter Höhe, 190 Meter die Sekunde. Schön, schön. Es geht richtig schnell hoch. Ich glaube, wir sind jetzt wesentlich besser als beim letzten Mal. Also ja, gleich müssen wir wieder alles mit dem hier auffangen, aber es ist weniger aufzufangen, weil wir schneller jetzt schon sind. Wenn das Sinn macht. So. Weg und...
Ja, ihr werdet nicht so viel bringen, oder? 200. Fängst du es auf? Fängst du es auf? Komm schon. Nee, weg damit. So. Hitze ist hoch. Ist okay. Kippen. So, so. Gegensteuern. So. Also, Hitze ist nicht gerade toll, aber ist stabil. Treibstoff ist noch relativ voll. Das Ding ist jetzt schon auf 34.000. Das ist okay. Wir machen diesmal nicht den Fehler, so früh zu kippen. Wir bringen es erstmal auf eine einigermaßen Höhe, mit so einer leichten Schräge wie jetzt. Und gucken dann weiter. 45.000. Treibstoff ist 60%. Kann man echt nicht meckern. Er freut sich, er ist irgendwie ein bisschen verunsichert. Wahrscheinlich deswegen, weil wir mal eben zwei Triebwerke einfach so verloren haben. Und trotzdem weitermachen, als wenn nichts passiert wäre. Aber das ist ganz normal, Thompson. Müsste ich gar nicht dran wundern. Wir haben schon ganz andere Sachen gemacht. Oh, 62.000. Okay. 70.000. Ich denke, wir können jetzt Schub runternehmen. So. SAS aus. Wir gehen etwas schräger. Aber noch nicht auf die Linie genau. Weil wir müssen immer noch ein bisschen Höhe dazu gewinnen. Aber halt nicht so viel. Ja. Eine Minute weit weg. Bisschen weiter kann es noch. So. 50 Sekunden. Oh, Gegensteuern, Gegensteuern, Gegensteuern. So. Könnte schon reichen. SAS an. 40 Sekunden. Treibstoff. 40%. 30 Sekunden. Okay. Schub. So. Apoapsis steigt. Kommt immer noch näher. Ist okay soweit. Weltraummusik ist da. Und wir sind auf einem guten Weg, eine Periapsis hinzubekommen. Also ja, sieht definitiv besser aus als letztes Mal. Könnte aber trotzdem eng werden. Komm schon, komm schon, komm schon. 75.000. Kann noch ein bisschen mehr kippen. Oh. Nee, nee, es muss schon noch im blauen Bereich sein, weil es muss immer weiter steigen. Ich will immer noch auf 80.000 kommen. So. Oh, doch. Ja, doch, das könnte was werden. Also ja, in meinen Augen, das mit den Jet Engines kann legitime Taktik sein. Wahrscheinlich, wenn man es ein bisschen geschickter anstellt als ich, auch sehr mächtig. Aber für mich geht nichts über Feststoffbooster. Und wenn Feststoffbooster nicht reichten, dann einfach mehr Feststoffbooster. Dann klappt das schon irgendwie. So, Treibstoff ist gleich alle. Aber wir haben auch gleich eine Periapsis. Den kleinen Rest kann dann auch im Notfall der Trupp hier machen. Und alle weg. So. 80.000, kommt näher, ist okay. 16 Sekunden entfernt, 15 Sekunden entfernt. Periapsis. Mehr Schub. Periapsis, Periapsis, komm schon, komm schon, komm schon. Es frisst gerade Treibstoff, den wir für was anderes brauchen. SAS aus, genau da drauf. So. Apoapsis 26 Sekunden entfernt. Ist okay, ist okay. Ist jetzt so weit weg. So. Periapsis ist da. Sehr schön. 45.000. Warten. Da näher ran. Kurz ein bisschen warpen. Jetzt können wir es ja, weil es kein physikalischer mehr ist und nichts auseinanderreißen kann. So.
ein bisschen vor uns hintreiben. 60.000. 70.000. So, gleiches Spiel nochmal. Wieder aufholen. Wieder machen, damit wir jetzt ein bisschen Treibstoff wieder reinbekommen oder weniger verlieren. Weil Umlaufbahn herstellen mit Atomtriebwerken ist echt nicht so toll. Aber ja. So, 75.000. 80.000 reicht. So. Wir wären soweit. Treibstoff 90%. Ist da irgendwas abgerissen? Ne, ist hier vier gelbe Kabel. Sehr schön. Also, wir wollen in welcher Richtung rausfliegen? Wir wollen in der Richtung rausfliegen. Kurz abspeichern. So, dazu müssten wir eigentlich fast genau hier schon brennen. Aber wir wollen ja nach da raus, also müssen wir hier brennen. Ticken davor, was jetzt ist. Dann so, auf Kurs. SAS an, auspendeln lassen. Schub. So. Oh, da geht die Apoapsis. Schön in die Richtung hoffentlich. Geht schon schräg nach da. Oh, ist okay. Ja, jetzt kommt der doch etwas zähere Teil. Das heißt, es ist Zeit, wieder einen kleinen Cut zu machen. Und ich melde mich dann wieder, wenn wir uns Duna selber nähern. Und das ist doch mal ein schöner Ausblick. Die Rakete sieht echt schick aus mit den vier Triebwerken. Wesentlich cooler als mit den drei. Also, dass das da unten so stumpf ist und so, ist nicht ganz so toll, aber naja. Kommt später vielleicht noch. So richtige Hightech-Raumfahrzeuge. Aber gut, ich wollte einen Cut machen und das mache ich jetzt auch. Wir sehen uns dann wieder, wenn wir Richtung Duna fliegen oder kurz davor sind anzukommen. Also, bis gleich.